Ja, hallo, ich habe heute den Christian Bruns hier bei mir zu Gast. Er ist Hochzeitssänger und ist jetzt gerade bei uns in der Region, in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sehr, sehr gut gebucht. Er ist vor allen Dingen eigentlich auch bei sehr, sehr schönen und etwas exklusiveren Hochzeiten unterwegs. Und so in eingeweihten Kreisen nennen wir ihn gerne, es ist so der James Bond der Hochzeitssänger. Und ich freue mich sehr, Christian, dass du heute Abend bei uns bist. Vielen Dank, Andrea. Ich freue mich Und auch. genau, und dass du uns so ja, ein bisschen was über die Musik, über den Sinn und Zweck der Musik, gerade bei Hochzeiten erzählen kannst. Das tue ich sehr gerne. Ja, und wie gesagt, ich habe so einige Fragen auch für dich vorbereitet. Und dass du halt den Brautpaaren, den zukünftigen Brautpaaren einfach mal eine Idee gibst, ne, warum Musik überhaupt so wichtig ist. Genau, also ich habe mal letzten Spruch bei Freunden gelesen. Der stand bei ihnen auf der Tafel in der Küche. Und da stand drauf, das Dumme an der Realität ist, dass die Hintergrundmusik fehlt. Und ich denke mal, gerade Brautpaare, die haben ja zumindest an ihrem Hochzeitstag die Möglichkeit, genau das zu ändern. Und jetzt mal aus deiner Erfahrung, warum ist Musik gerade an der Hochzeit so wichtig? Also, das kann sich eigentlich jeder mal ganz plastisch vorstellen, nicht nur, sondern zu Hause auch ausprobieren. Wenn ich nämlich einfach bei einem Liebesfilm zum Beispiel oder auch bei einem spannenden Film die Musik ausdrehe. Und dann mal schaue, wie das Ganze auf mich wirkt, was dann passiert. Das Ergebnis wird sein, das kann ich vorwegnehmen, das braucht man nicht ein großes Geheimnis draus machen, dass es nicht mehr spannend ist, dass es nicht mehr romantisch ist. Es sind einfach Bilder, die da ablaufen, und das Ganze wird einen wenig emotional berühren. Man merkt das erst dann, wenn es fehlt, ja, dass die Musik da der entscheidende Faktor ist, der einen tatsächlich zum einen emotional öffnen kann, zum anderen ja, in den Bereich bringen kann, wo man was als spannend empfindet, wo man gerührt ist, wo man sich freut, etc. Die Situation, die vielleicht durch Bilder oder durch den Moment entsteht, ist das eine, aber die emotionale Öffnung, die kommt dann durch die Musik. Und das ist teilweise dann schon krass, sage ich Ja. mal, der Unterschied. Ja, ich habe auch mal gelesen, dass also gerade bei Filmen, ne, also auch egal, ob das jetzt Fernsehserien sind oder Hollywood-Filme, dass die Musik eigentlich darüber entscheidet, ob es ein guter Film ist oder ein weniger guter. Und ich glaube, bei einer Hochzeit kann man das fast ähnlich sehen, oder? Kann man ähnlich sehen, ja. Also wir kennen das ja von Serien oder Filmen, die wir uns anschauen. Da kennen wir da hören wir die Musik und wissen sofort, was das ist, ne? Ich sage Star Wars oder keine Ahnung, Game of Thrones oder sonst was. Man kennt das sofort und dann kennt man sogar jetzt am Beispiel Star Wars schon bestimmte Musikabschnitte und weiß, da fliegt jetzt der Darth Vader gleich mit seinem Raumschiff rein. Ne? Also man weiß, das wird jetzt düster und so weiter und so fort. Da sieht man schon, wie die Musik das Ganze malt, auch die Szenerie mitmalt. Und genau so, wirklich exakt so wie bei einer Filmmusik, kann man zum Beispiel auch an eine Trauzeremonie rangehen. Ne? Man stellt sich das Ganze also vor wie eine filmische Inszenierung letztlich. Und untermalt die entscheidenden Stellen mit der Musik, die man an der Stelle einsetzen möchte. Das ist auch so ein bisschen, ja, für mich das Geheimnis meiner Herangehensweise, sage ich jetzt mal, als Sänger mit Brautpaaren. Also ich habe ganz oft so Anfragen, ja, wir könnten uns vorstellen, Musik bei der Hochzeit oder bei der Trauung sind uns nicht ganz sicher. Zwei Lieder, was halten Sie denn davon? Ja, und dann geht es bei mir los, ne? Mit den Gedanken, ja, die dann da kommen. Ja. Jetzt gibt es hier ganz viele Wege zu heiraten. Na, du kannst dich standesamtlich verheiraten, du kannst in der Kirche heiraten. In letzter Zeit kommen ja auch diese freien Trauungen immer mehr. Und es ist hier, sind ja unterschiedliche Zeremonien. Gibt es da auch Unterschiede, was die Musik angeht? Ja, also zum einen inhaltlich welche Musikstücke, zum anderen auch, was die Planung angeht. Im Standesamt zum Beispiel ist meistens der zeitliche Rahmen enger gesetzt als zum Beispiel in der Kirche oder sowieso bei einer freien Trauung. Es gibt Standesämter, die sind im Halbstundentakt getaktet. Da hat man vielleicht Zeit für eins, zwei, drei Lieder, mehr nicht, maximal. Und da muss das auch mit Abbau und Aufbau sehr schnell gehen. Das heißt, erhöhter Anspruch an die Organisation, Anforderungen. Da ist meistens die Liedauswahl nicht vorgegeben, also ist man sehr frei. In der Kirche ist es so, Organisation ist einfach. Man hat meistens Zeit vorher, nachher und wenn nicht, dann zumindest so viel Zeit, dass man Aufbau, Abbau und so weiter ganz gut hinkriegt. Man hat möglicherweise allerdings Vorgaben inhaltlicher Art, das heißt, welche Lieder, welche Art von Musik da möglich ist. Bei der freien Trauung ist man
wie der Name schon sagt, irgendwo völlig frei. Also da kann man sich das ja mit dem Redner zusammen erarbeiten, wie man es gern hätte, wie viele Musikstücke, wie lang die Zeremonie insgesamt sein soll, wo macht man vielleicht ein Instrumental, diese Dinge. Jetzt ist es so, dass es gewisse Punkte gibt, die man einfach normalerweise immer untermalt, also Einzug der Braut, das würde man im Standesamt machen, das würde man in der Kirche machen, das würde man bei einer freien Zeremonie machen. Und manche, die sind vielleicht on top, die kann man dann eher weglassen, wenn der zeitliche Rahmen ein knapper ist. Darüber hinaus ist natürlich klar, in der Kirche vielleicht auch ein kirchliches Lied, ja, vielleicht was irgendwie einen Bezug hat. Vielleicht nicht sowas, was einen sehr weltlichen Text hat, der sich mit dem Kirchlichen beißt. Mhm. Ne? Ich sag mal, das beste Beispiel ist eigentlich so dieser Klassiker Halleluja. Ja. Ich habe es auf so vielen Hochzeiten schon gesungen, also mit Sicherheit hunderte Male, womit ich da schon aufgetreten bin mit dem Lied. In die Kirche passt es eigentlich nicht, mal abgesehen vom Refrain. Ja. Das Halleluja passt natürlich in die Kirche, der Text so gar nicht eigentlich. Aber gut, kann man drüber streiten. Mhm. Da ist letztlich der Faktor Pfarrer oder Pfarrerin, was die erlauben, das kann man natürlich machen. Genau. Ich habe das mal vor Jahren erlebt. Da war ich auf einer standesamtlichen Hochzeit zum Fotografieren. Und das Paar, die hatten auch eine Sängerin engagiert. Und die hatten sich fürs Standesamt das Ave Maria gewünscht. Mhm. Und der Standesbeamte hat sie wieder heimgeschickt. Der hat gesagt, tatsächlich? Ja. Der hat gesagt, nee, also es ist jetzt, also dass da auch gar keine Missverständnisse auskommen, es ist eine reine weltliche Geschichte, es hat nichts mit der Kirche zu tun und deshalb sollte man dann auch solche Lieder nicht spielen. Okay. Also interessant, also habe ich einmal erlebt. Ja. Aber das vielleicht auch mal so als Hinweis, dass man da unter Umständen auch als Brautpaar ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Ja, aber das sind ja auch die Dinge, da hat das Brautpaar mich ja dann auch dafür. Ja. Also da helfe ich natürlich oder frage zumindest nach, klärt das bitte vorher ab. Genau, richtig. Kann oder gibt es Musikempfehlungen ganz spezieller Art, jetzt gerade für die Kirche oder fürs Standesamt, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt was sehr, sehr gut in diesen Rahmen passt, eben dass nicht sowas passiert, wie ich eben erzählt habe? Also grundsätzlich ist es so, dass ich ein Riesenrepertoire habe von, ich weiß es nicht, 250 Liedern. Okay. Das heißt, da findet eigentlich jeder schon was. Jetzt, wenn ich Lieder empfehlen soll, dann richte ich mich danach, was das Brautpaar gern als Ergebnis möchte, weil ich weiß meistens schon, wie bestimmte Lieder wirken. Ansonsten ist es natürlich durchaus möglich, dass das Brautpaar auch ein Wunschlied hat, was jetzt nicht auf meiner Liste steht, wo die sagen zum Beispiel, wir haben uns da kennengelernt oder sowas. Das passt aber für uns so gar nicht in die Kirche. Dann sage ich, okay, dann arrangieren wir das so, dass das in die Kirche passt. Okay. Wir machen ein komplett neues Arrangement, wir nehmen ein Piano auf, wir machen da Synthesizer, Geigenklänge oder sonst wie was. Mhm. Am Schluss wird das wunderbar stimmig auch für die Kirche gemacht, beispielsweise. Wow. Man denke zum Beispiel an Diamonds von Rihanna. Ja. Das ist ja so eine Beatnummer, ne? Shine Bright Like a Diamond und so weiter. Da haben wir eine wunderbar sphärische Ballade draus gemacht. Ne? Oder Nothing Else Matters muss man nicht unbedingt mit E-Gitarren-Solo machen, kann man auch eine Klavierballade draus machen. Mhm. Das sind so Beispiele. Ja. Also wie gesagt, da gibt es wirklich dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, ne, um es dann halt auch stimmig zu machen, sage ich jetzt mal. Also das Schöne ist, wir schöpfen fast aus dem Unendlichen, ne, weil es so viele Musikstücke gibt. Mhm. Und man kann jedes Musikstück wiederum verändern und so machen, dass es dann genauso passend wird, wie man sich das vorstellt. Ne. Mhm. Also da gibt es wirklich ganz tolle Sachen. Ja. Da gibt es auch natürlich bestimmte Musikstücke, wo mir dann besonders das Herz aufgeht und so. Und das macht dann Spaß. Nach denen frage ich auch noch. Genau, du hast es eben schon mal angesprochen. Du hast eben gesagt, du kennst bei manchen Liedern die Wirkung. Ja. Gibt es denn wirklich Lieder, die so mitten ins Herz gehen und zwar so ganz unabhängig von der Generation, vom Alter, vom Geschlecht? Ja, in Verbindung mit der Szenerie, sage ich immer. Ne? Mhm. Also es gibt Lieder, die hört man im Radio, da sagt man, schon wieder diese Schnulze drehe ich ab. So, wenn da jetzt aber ein Brautpaar steht und es kommt genau dieses Lied, ich sag mal zum Beispiel Unchained Melody von den Righteous Brothers. Ne? Mhm. Man kennt es aus dem Film Ghost, Nachricht für Sam. Ne? Ja. Oh, my love. Dieses. Die Töpfer-Szene. Zum Beispiel, das durch alle Altersschichten sagt jeder sofort, dieses Paar steht da, diese Musik kommt, oh, wie schön. Ja? Mhm. Geht sofort ins Herz. Mhm. Und so gibt es einige Lieder, also die in diese Richtung sind, wo ich natürlich mit der Wirkung schon experimentiert habe. Und dann merke, okay,
Dem kann man sich gar nicht entziehen. Ne? Keine Chance. Das ist einfach sofort da. Übrigens besonders auch bei deutschsprachigen Titeln. Also Lieder in deiner Muttersprache, da kannst du dich der Wirkung des Textes noch weniger entziehen als jetzt zum Beispiel auf Englisch, wenn das nicht deine Muttersprache ist. Ja, genau. Also da klar, da kriegt man ja auch, ich glaube, da erschließt sich der Sinn auch nur bruchteilhaft. Ja, Und im Deutschen, wenn ich sage es laut, wenn du mich liebst, ne, dann ist schon, oh. Ja, ein Ich liebe dich ist viel intensiver als ein I love you, als ein Je t'aime oder Ti amo oder sonstige Eben, Sachen. weil es Ne? halt nicht unsere Das ist Sprache so. ist, ne? Witzigerweise haben einige Menschen auch deswegen Hemmungen, diese Sprache, diese Muttersprache nicht nur zu singen, sondern auch zu hören. Ne? Sie sagen, ich möchte lieber in Englisch. Ist klar, das baut eine gewisse Distanz auf, auch so. Ja, und halt die Gefühle kommen halt nicht so ran, Ja, ne? Das ist ganz klingt klar. auch anders. Ne? Es klingt so mehr wie das, was man aus dem Radio kennt. Und ja, ist eine andere Szene. Also, aber da kann man experimentieren mit. Diese Dinge muss man sich halt vorher überlegen. Gesagt, gibt es eigentlich auch Lieder, so also ganz umgekehrt, wo du sagst, also lasst da bei eurer Hochzeit einfach die Finger davon? Ja. Ja, die gibt's. Ja. Also da kommen wir wieder zum Thema Sprache. Es gibt zum Beispiel, ich sage beispielhaft, ein Lied von Michael Bublé, It's a Beautiful Day heißt es. So, It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. So schön, so gut. Ja. Wenn man den Text nicht ganz gehört oder gelesen hat, weiß man nicht, der smilet da gerade, weil er Schluss gemacht hat mit seiner Freundin, Frau, was auch immer. Er freut sich super, er gibt einen aus. Ja. Ich habe die Alte endlich los, sage ich jetzt mal. Toller Tag. Das ist nicht das, was ein Brautpaar gerne an Message verbreiten möchte an so einem Tag zum Beispiel. Deswegen, wenn das gewünscht wird, was vorkommt tatsächlich, dann sage ich, okay, der Text ist so und so, wollt ihr das? Mal als Beispiel. Ja, oder ich frage tatsächlich auch bei Halleluja nach, wegen des Textes. Ich sage, okay, Leonard Cohen hat sich das so und so gedacht und das sind die und die Anspielungen. Möchtet ihr das? Ja. Wo ich auch davon abrate, regelmäßig sind selbstgeschriebene Texte. Außer man ist tatsächlich professioneller Texter und kann sowas wirklich gut. Ich hatte schon öfter die Situation, dass zum Beispiel die Brautmutter selbst einen Text geschrieben hat auf ein Lied, was jeder kennt. Da passt dann das Metrum nicht, da passen die Reime nicht so ganz, da geht alles durcheinander. Ich merke schon beim Singen, oh, also bei mir setzt schon so ein bisschen der Fremdschämeffekt ein. Das wird jetzt eine Ulknummer. Und das will man dann nicht. Und da bewahre ich auch die Leute davon. Da sage ich, verstehen Sie mich nicht falsch, aber diese Szene, das möchten Sie jetzt nicht, ja? Weil das ist unfreiwillig komisch zum Beispiel. Und das passt dann nicht. Also ja, da gibt es schon Lieder. Aber die Mehrheit der Lieder kann man wirklich passend machen. Genau, sehr schön. Ja, es ist wirklich hochinteressant, genau. Wenn ich jetzt zu dir komme als Braut, ne, und sage, okay, ich möchte jetzt entweder standesamtlich heiraten oder kirchlich oder habe eine freie Trauung, welche Gestaltungsmöglichkeiten hat man denn so in diesen verschiedenen Arten von Zeremonien? Das hängt zum einen stark am Zeitrahmen. Bei der freien Trauung, wie gesagt, freier Rahmen. Auch da würde ich nicht dazu raten, länger als eine Stunde zu machen. Das ist schon ziemlich lang. Also wenn man eine Trauzeremonie hat, die länger als eine Stunde geht, auch eine freie, dann muss das schon wirklich gut geplant sein und man muss einen wirklich guten Redner haben, der das sehr kurzweilig mit einem machen kann. Die Musik muss geschickt ausgewählt und eingesetzt werden, etc. Ja, also das ist der Rahmen, den man hat. Im Standesamt habe ich ja schon gesagt, normalerweise eher so eine halbe Stunde. In der Kirche ist in aller Regel eine Dreiviertelstunde, die das Ganze geht, aber da kommt es meistens nicht auf 5 Minuten an. Und ja, dann hat man darin alle Möglichkeiten. Ich empfehle den Brautpaaren in der Regel, sich auf 3 bis maximal 4 Gesangsstücke zu konzentrieren. Darüber hinaus, also das heißt 5 oder mehr Stücke, ist nach meinem Empfinden rückt die Musik und der Gesang zu sehr in den Vordergrund. Also wir wollen die Musik einsetzen und auch die Gesangsstücke einsetzen, um eine schöne Zeremonie oder eine schöne Szene besonders emotional und eindringlich zum Beispiel zu machen oder besonders fröhlich oder besonders glücklich, was auch immer man möchte. Aber wir wollen nicht ein Konzert Christian Bruns und daneben findet auch noch eine Trauung statt. Na? Also das heißt, das ist schon immer die musikalische Grenze, die ich setze, wo ich dann auch sage, okay, ihr habt euch jetzt 5 oder 6 Lieder ausgesucht, so und so sieht das aus.
Wollt ihr das? Ne? Manche, wenige Brautpaare, manche aber, sagen, nein, uns ist die Musik und insbesondere du da so wichtig, wir möchten gern diese Lieder alle haben. Sag ich, okay, ist kein Problem. Das kostet auch übrigens nicht mehr, ich bin ja eh da. Okay. Ob ich jetzt 3, 4, 2 oder 8 Lieder singe, das macht für mich gar keinen Unterschied. Mir geht es immer um die Wirkung. Was möchte mein Brautpaar? Wie kann ich diese Wirkung für die wirklich erzielen, dass sie das auch so empfinden und dass auch alle Gäste das so empfinden können? Ja, dann natürlich also Gestaltungsmöglichkeit, ganz klassisch Einzug der Braut als das erste Highlight bei jeder Zeremonie. Das würde ich immer musikalisch hinterlegen und zwar so, dass man denen die Dramatik erzielt, die man möchte. Kleine Brötchen, große Brötchen, was auch immer. Da kann man sich schöne Sachen ausdenken. Dann ist eine schöne Stelle nach der Ansprache des Redners oder der Rednerin, der Pfarrerin, dass man da ein Lied einsetzt, was eine tolle Message hat, was hinleitet vom Text her auf das, was jetzt kommt, nämlich das Ja-Wort. Da kann auch das Brautpaar nochmal so ein bisschen relaxen, entspannen, sich nochmal fokussieren auf das, was jetzt kommt. Dann ganz klares Highlight, Ringwechsel, Kuss. Da mache ich das meistens so, dass ich vorschlage, okay, wir machen dann ein Lied, aber wir untermalen erst sachte instrumental. Ihr wechselt die Ringe, ihr gebt euch ein Trauversprechen, sonst wie was. Es gibt einen Klangteppich quasi, damit das nicht so nackt geschieht. Und sobald ihr euch küsst, gehen wir dann rein. Ne? Die Leute klatschen und wir fangen an zu singen zum Beispiel. Ne? Und so. Und das, ja, man kann sich das schon gut vorstellen. Das wird dann einfach groß. Ja? Das wird nicht einfach, okay, jetzt haben sie sich geküsst, so, sondern so, wow. Ja, und das erlebe ich selbst. Das ist ja der Witz. Ja. Ich selbst auch so. Ich muss natürlich professionell bleiben in dem Moment. So muss man einen Satz. Ja, aber es ist tatsächlich, das ist witzig für mich dann auch so, die Verbindung der Musik in dem Moment mit der Szene, die ich vor mir sehe, das ist immer wieder toll. Dann zum Auszug zum Beispiel schlage ich regelmäßig vor, dass man da die Schwere, die jede solche romantische Emotion auch mit sich bringt, ne, ob man will oder nicht, also es ist ja meistens, was mit Liebe zu tun hat, da schwingt auch immer so eine gewisse Schwere mit, dass man die wieder auflöst. Ne, mit was dann, das ist irgendwas Lockerflockiges, die Leute zum Lächeln bringt, zum Strahlen bringt und rausleitet aus dem zeremoniellen Raum wieder in Richtung Sektempfang. Ja. Das sind so Beispiele, wie man das Ganze machen kann. Ja, und es ist, also auch ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, wir waren jetzt in Portugal im Urlaub und wir waren dann samstags um 2:30 zufälligerweise an der Kirche und haben dann auch ein Stück weit von der Zeremonie mitbekommen. Hochzeit. Ne? Richtig, Hochzeit, ne? Natürlich, auch ein paar Bilder gemacht. Und beim Auszug, also dieser Auszug, der hat ewig lang gedauert. Also da haben dann auch wirklich noch die Sängerinnen, die waren sehr gut, aber nach 2 Minuten war Stille und dann war es komisch. Und also deshalb ist es auch wirklich ganz wichtig, dass auch der Auszug auch sehr, sehr lange begleitet wird von der Musik. Also das war wirklich seltsam. Ja. Ne? Und wieder ins Paar kam, war die Musik irgendwie vorbei. Ja, das ist mit dem lange Begleiten, wenn du das sagst, das ist einer der Gründe übrigens, warum ich immer nur mit Begleitmusiker, in meinem Fall in den allermeisten Fällen, mit Begleitpianist auftrete. Weil bei dem ist nicht irgendwann das MP3 zu Ende und dann muss man wieder auf Play drücken, es geht von vorne los, sondern der spielt so lange, bis es fertig ist. Richtig, genau. Die hätten euch gebraucht, auf jeden Fall. Genau. Wenn jetzt ein Brautpaar bei dir anruft und die sagen, Mensch, Christian, wir haben jetzt einige Videos schon von dir gesehen, wir waren auf deiner Internetseite und uns gefällt das, was wir sehen und hören. Wie läuft denn so ein Gespräch mit den beiden ab? Was möchtest du von den beiden wissen? Was ist dir wichtig und vor allen Dingen warum? Es ist witzig, also die meisten Brautpaare, die anrufen, die sind tatsächlich so ein bisschen verdutzt, weil ich muss alles wissen. Ich muss wissen, wie stellt sich das Brautpaar das Ergebnis vor, also die Traumhochzeit. Und zwar im Ganzen. Das heißt, wie soll die Zeremonie sein? Nicht nur vom Ablauf jetzt, Chronologie oder sowas, sondern wie soll die Wirkung sein? Was passiert danach? Wie geht es an dem Tag weiter? Was ist mit dem Sektempfang? Was gibt es davor, vor der Kirche vielleicht schon Get-Together oder sowas? Was ist am Abend geplant? Wie soll der gesamte Tagesablauf sein? Was will das Brautpaar erleben? Und dann kann ich mir Gedanken machen, tatsächlich, welches musikalische Konzept, wie kann man denen behilflich sein? Wo kann ich Hilfestellungen, Tipps geben und diese ganzen Sachen? Das kann ich natürlich nicht, wenn ich nur weiß, okay, die wollen irgendwie All of Me und Ave Maria in der Kirche haben. Deswegen, also ich brauche eine Fülle von Informationen letztlich. Und ja, das ist dann halt schon mal ein etwas längeres Gespräch. Ne? Aber dadurch kann man dann am Schluss auch wirklich die Wirkung erzielen, die das Brautpaar möchte. Haben die meisten Brautpaare überhaupt eine Vorstellung über ihre Wirkung? Nee,
Gar nicht. Also die meisten denken nicht vom Ende her, ne? Sondern sagen einfach, okay, ich hätte gerne irgendwie zwei Lieder, wir haben da uns schon so zwei ausgedacht oder so. Kann man das machen? Ja, natürlich, man kann alles machen. Aber ist halt die Frage, was will das Brautpaar wirklich? Wirklich. Und das ist meine Aufgabe dann in dem Moment durch das Gespräch, das zu eruieren. Was wollen die denn eigentlich wirklich? Nicht, was sie denken, was sie wollen, zwei Lieder irgendwie, sondern was wollen die wirklich? Die wollen eine tolle romantische Zeremonie haben, vielleicht mit einem, ich sage jetzt beispielhaft spektakulären Einzug der Braut und dann einen eindrucksvollen Message in der Mitte und dann soll es eine Szene geben mit Ringwechsel und Kuss. Die soll wieder ein emotionales Highlight werden und solche Dinge. Ne? Also wirklich ganz plastisch. Wie soll sich's für euch am Schluss anfühlen? Wie wollt ihr das? Und dann kümmere ich mich darum, dass das so wird, nach Möglichkeit, mit Hilfe der Musik. Ich kann mir vorstellen, die meisten Brautpaare fangen dann erstmal an, wirklich drüber nachzudenken. Genau, ja. Ja, Das ist also wenn, tatsächlich so der Startpunkt oft. Okay, warum fragt ihr uns jetzt? Das stimmt, ja. Was wollen wir denn eigentlich genau? Ja, Ja. eben. Und Spannend, ja. ja, das sind interessante Gespräche auch tatsächlich. Ja, Ja. genau. Ja, das ist, ich denke mal, es ist auch ein Stichwort. Also du führst hier die Brautpaare an ihre Hochzeit eigentlich, an die Zeremonie jetzt erstmal heran. Ne? Und deshalb auch was, vielleicht ein Tipp von dir, ne? Wenn jetzt Brautpaare auf der Suche nach einem Musiker sind, ne? Nach einem Sänger. Auf was sollten sie denn neben der guten Musik denn noch achten? Was sollte denn ein Musiker noch mitbringen? Also jetzt müsste ich natürlich, sage ich mal, für andere sprechen oder andere beurteilen. Das ist per se für mich schwierig. Aber das eine ist ja mal, dass die Musik und der Musiker immer Geschmackssache sind. Ne? Ist klar. Also wir brauchen jetzt nicht über Technik reden und was ich für eine tolle Ausbildung habe oder so und ein anderer vielleicht nicht. Das mag so sein und trotzdem kann einem Brautpaar vielleicht ein anderer viel besser gefallen als ich oder sonst wieder umgekehrt. Ja? Da steckt man ja nie drin. Über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Davon abgesehen, muss das Brautpaar einfach wissen, was es will. Es gibt Musiker am Markt in Hülle und Fülle, in jeder Qualitätskategorie, in jeder Preiskategorie. Da muss ich einfach entscheiden, okay, was möchte ich? Und dazu glaube ich, ist es ganz gut, wenn man einfach mal im Internet schaut, vielleicht sich ein paar auch live anhört. Ich kann natürlich im Internet alle möglichen tollen Liedchen und Videos, sage ich mal, abspielen lassen, die vielleicht irgendwie bearbeitet sind und so weiter und so fort. Und es hört sich dann alles ganz gut an. Live ist es eine Katastrophe. Das heißt, vielleicht auch mal live anhören und dann einfach das Gespräch suchen. Möchte ich, dass dieser Mensch, diese Person bei meiner Hochzeit anwesend ist? Möchte ich, dass der mir bei kurzen Momenten bei der Trauzeremonie immer wieder in die Augen schaut? Oder will ich den vielleicht überhaupt nicht dabei haben, obwohl der ein nettes Hörbeispiel hatte? Solche Dinge schwingen da einfach mit. Ja, und dann am Schluss muss das Gesamtpaket stimmen. Genau. Also wirklich nicht nur auf die Musik achten, sondern auch auf ein Stück weit auf die Person. Auch auf die Person. Das ist nicht nur ein intimer Moment, das ist ein besonders wichtiger Moment. Ja, ein Highlight-Moment, glaube ich, im Leben eines jeden Menschen ist diese Trauzeremonie. Und da suche ich mir dann schon aus, nicht nur, dass ich jemanden dabei habe, der das besonders gut kann, was er da macht, sondern meine ich jedenfalls auch jemanden, den ich da dabei haben möchte. Ja. Und das sind alles so Dinge, ja, die liegen zwischen den Zeilen. Die kann man nicht irgendwie mit einem Checkbuch da so abhaken und sagen, okay, den Punkt hat er, den hat er nicht. Triffst du dich persönlich mit deinem Brautpaar? Ja, gerne. Also Gerne. manche wollen, brauchen das gar nicht, sage ich mal. Da kommt es dann zu Telefonaten, zu E-Mail-Kommunikation, die sagen, super, alles klar, gebucht. Ich führe gerne vorher Gespräche, jedenfalls irgendwie vorher vor der Hochzeit, damit man das Ganze ja, auf dasselbe Level bringen kann, ne? Damit man die Schwingungen in Einklang bringen kann miteinander, damit ich nochmal genau weiß, okay, jetzt nicht nur haben die das und das geschrieben, sondern so wollen die das, ne? Damit ich Fragen spontan stellen kann und diese Sachen. Und danach wissen wir in der Regel beide, okay, wir sind auf der sicheren Seite, das wird toll. Ist dann, ich glaube, schon ein bisschen einfacher, Ja. weil es hier doch ein sehr persönlicher Moment halt auch ist. Ja. Da ist es, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja. Gibt es noch was, was ein guter Sänger als Service für seine Brautleute bieten kann? Also meine Philosophie ist, die kann ich jetzt nur mal übertragen, was ich glaube, was man machen müsste, ist einfach letztlich Full Service leisten. Also ein Brautpaar, was jetzt einen Musiker sucht, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen Dienstleistern auch, die erwarten dann nicht noch viel damit zu tun zu haben organisatorisch. Also die möchten dann beraten werden, die möchten, dass man Antworten gibt, dass man Fragen aufwirft, die sie vorher nicht Nicht bedacht haben hatten. und die sogleich beantwortet, also gleich auch die Lösung dafür präsentiert.
Und das sind so Sachen, die erwarte ich, würde ich jetzt persönlich erwarten. Ne? Also ich würde erwarten, wenn ich jemanden buche, dass der sich um die Technik kümmert, dass der rechtzeitig und professionell und pünktlich da ist, dass das Auftreten passt. Ne? Solche Dinge, also ich muss auch an meine Gäste denken. Wenn ich, sage ich mal, vielleicht auch ältere Gäste da habe, keine Hochzeitsgesellschaft, ist ja homogen. Das sind junge Leute, ältere Leute und so weiter. Diese Person als Dienstleister, die ich damit ins Boot nehme, das gilt bestimmt auch übrigens für Fotografen, ne? Für Musiker erst recht, die muss irgendwie für jeden funktionieren, der da dabei ist. Ne? Also wenn das jetzt jemand ist, der von seiner Art her, sage ich mal, so ein bisschen vielleicht distanzlos oder schnoddrig ist oder sowas, das klappt nicht mit jedem. nicht mit jedem Brautpaar, aber erst recht nicht mit jedem Gast und sowas. Und dann, das sind so Dinge, auf die würde ich achten oder die halte ich für Qualitätsmerkmale. Noch zusätzlich zu natürlich oberste Priorität einen wirklich guten Gesang. Ja. Eine wirklich guten musikalischen Darbietung. Ja, ich glaube, es ist heutzutage auch nicht einfach. Nämlich, ich denke mal, jeder Musiker, der das jetzt betreibt oder der das auch einigermaßen professionell betreibt, der hat ja eine Internetseite oder zumindest einen Facebook-Auftritt. Und klar, da kannst du dir seine Musik anhören. Mhm. Ne? Aber man weiß ja trotzdem nicht, taugt der überhaupt was? Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, kannst du das vielleicht aus deiner Perspektive ein bisschen einschätzen, wie man vielleicht auch anhand von einem Internetauftritt schon ein bisschen erkennen kann, ob er es wirklich ernst meint? Also in Zeiten von Deutschland sucht den Superstar und Supertalent und wie es alles heißt, sind wir ja alle so ein bisschen Jury geworden mittlerweile. Und ich glaube, man hört schon relativ schnell, okay, hört sich das jetzt schön an? Ne? Klingt das harmonisch? Trifft der die Töne? Ja, jeder denkt jetzt, er muss irgendwie hier Dieter Bohlen spielen und sagen, ob ein Sänger die Töne trifft und so. Aber bei manchen ist das einfach schon nicht von vornherein nicht gegeben. Sagen, okay, ist das für mich trotzdem passend? Also für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres als diese Fremdschämen-Momente. Das gilt eigentlich immer im Leben, wenn ich so denke, oh. Aber das gilt insbesondere bei einem einmaligen Ereignis wie eine Hochzeit. Ja. Wenn ich jetzt denke, oh, jetzt hat das Brautpaar jemanden, Sänger, Sängerin oder sowas für eine Hochzeit gebucht und das ist einfach musikalisch grottenschlecht. Vielleicht im Internet hat es sich ganz nett angehört oder so. Und dann, dann stellen sich mir die Nacken, da denke ich, um Gottes Willen, erstens mal die Armen. Und zweitens wird ja dann aus einer Szene, die super toll sein soll, super schön sein soll, ein grauenvoller Moment. Ja, und das möchte man nicht. Also insofern viel anhören und dann am Schluss einfach entscheiden. Ne? Ja, genau. Also wirklich, du würdest dich dann wirklich auch auf die musikalische Darbietung auf der Internetseite konzentrieren. Das ist Schritt 1. Ja. Irgendwie muss ich es ja angeben. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Hochzeitszeremonie gesprochen. Also da hast du uns jetzt schon ganz, ganz viele Ideen gegeben. Also mir hat gerade so vor allen Dingen die Geschichte Musik während des Ringwechsels gefallen, was ich in der Form eigentlich bisher selten erlebt habe oder kaum. Ja. Und, aber der Tag geht ja weiter. Ne? Also die Hochzeit jetzt, die Zeremonie ist zu Ende, aber der Tag noch lange nicht. Die Arbeit fängt an. Richtig, genau. Und was für Möglichkeiten gibt es denn von deiner Seite, den Empfang oder auch die Abendveranstaltung? Ja. Zu begleiten. Ja, du sprichst es schon an. Ne? Also es sind natürlich klassische Programmpunkte, Sektempfang, Dinner, die tatsächlich nach musikalischer Begleitung schreien. Ja. Ja, also beim Sektempfang beispielsweise ist es ja durchaus so, dass da die Gäste sich noch nicht so kennen, noch nicht so warm miteinander geworden sind. Wenn man da keinen Rahmen bietet, irgendeine Gemeinsamkeit liefert für die alle, dann wird es ein bisschen schwierig. Ne? Dann stehen die so rum. Vielleicht geht das Brautpaar noch Fotoshooting machen. Wenn es nicht gut durchgeplant ist, dauert es 3 Stunden und die Gäste stehen einfach so rum. Wenn dann da was passiert, wenn der musikalische Rahmen dann kommt, locker flockige Live-Begleitung, sage ich mal. Man kann ein bisschen gucken, die Musiker angucken. Ja. Ne, was macht der Pianist da? Was macht der Sänger da? Vielleicht ins Gespräch kommen, dann kommen wieder schöne Lieder, für jeden ein bisschen was dabei. Ja. Dann wird das Ganze kurzweilig. Es wird kommunikativ. Ne? Die Leute fangen an, über etwas zu erzählen. Über die Musik. Ach, schau mal jetzt das. Und so kommen miteinander ins Gespräch. Und so geht's weiter. Dinner wäre dann die nächste Baustelle, ne? Das ist auch wieder ein großes Thema. Ja, aber das sind so die 3 Hauptpunkte tatsächlich. Ja. Trauzeremonie, Sektempfang, Dinnermusik. Genau. Und ich bin ja auch oft auf Hochzeiten und für einen Abend ist dann meistens ein DJ organisiert. Aber oftmals ist der eigentlich überflüssig. Weil halt viele Brautpaare gar nicht die Tänzer sind, das wissen sie auch. Ne? Also auch bei mir sitzen oft Leute, die sagen, nee, tanzen tun wir eigentlich nicht und unsere Gäste eigentlich auch nicht. Also ist hier der DJ eigentlich obsolet. Gibt es für diese Gesellschaften, für diese Brautpaare vielleicht eine Alternative,
durch dich. Also für die, die nicht jetzt unbedingt Party möchten zum Ausklang, gibt es durchaus die Möglichkeit, nach dem Dinner es musikalisch ausklingen zu lassen. Ja. Das heißt, man macht noch eine Stunde, wo das Ganze dann einfach weiterläuft, wo man die Musik genießen kann noch und ein bisschen mit einem Glas Wein beisammen sitzt. Wir haben auch die Möglichkeit, also das kann ich machen, dass wir auch tanzbare Stücke spielen, auch bis zu einer Stunde. Aber was ich nicht anbiete, ist Partyprogramm. Also das, erstens mal bin ich das nicht vom Typ und zweitens kannibalisiert sich das. Also das wäre nicht mehr authentisch. Ich gebe mir große Mühe, emotionale Atmosphären zu kreieren. Und dann jetzt Hölle und... genau. Das passt einfach nicht. Ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, genau. Deswegen. Also Ausklang ja, Party nein. Was verstehst du unter Ausklang? Wie lange wäre das dann so von der Uhrzeit her? Ja, so, dass es Sinn macht einfach. Also es sind zum einen vom Ablauf her sind Grenzen gesetzt. Irgendwann hat man dann auch, gehen die Leute auch heim, sage ich mal, hat man dann genug. Zum anderen sind vom Einsatz der Musik her auch zeitliche Grenzen. Ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Ja. Man muss genau wissen, wie lange man was einsetzt, sonst könnte das nervig werden und das wollen wir nicht. Ne? Immer vom Ergebnis her denken, was für ein Ergebnis wollen wir. Und das gilt auch für die Musik. Ich kriege zwar immer wieder das Feedback von meinen Brautpaaren, sie hätten das noch stundenlang hören können. Das finde ich auch toll, das ist ein super Kompliment, freut mich. Nur, also ich sag mal, wenn ich es ad absurdum führe, wenn ich noch 5 Stunden drauflege, dann irgendwann kriegt man Zahnschmerzen. Ne? Also dann reicht's. Ist dann gut, genau. Dann reicht's. Ja, also und außerdem, letzter Punkt, irgendwann bin ich auch am Ende. Ja, genau, eben. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Genau. Ja, und jetzt gibt es ja auch einige Brautpaare, die wollen sich eigentlich so die Musiker sparen. Ne? Also sei es während der Zeremonie, sei es während dem Empfang, weil sie sagen, wir haben Freunde, die können eigentlich einen CD-Player auch bedienen. Sehr schön. Ja, welchen Rat gibst du solchen Brautpaaren? Ich weiß nicht, ob denen überhaupt noch dann zu helfen ist. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, aber... Das ist halt eine einmalige Sache und die kann man so machen und kann man so machen. Dann kann man großes Kino draus machen oder kleines Kino. Ja, es kann halt was super Besonderes werden oder eben auch nicht. Das muss halt jeder selbst für sich entscheiden. Ne? Wie special ist das? Wie möchte ich es aufziehen? Wenn ich sage, okay, das reicht, wenn meine Cousine Lieschen Müller irgendwas singt und danach drückt einer auf Play beim CD-Player, dann mach das bitte so. Ja. Also das sind dann in der Regel nicht Brautpaare, die sich für meine Leistung interessieren. Ja, klar. Die erwarten dann anderes. Ja, oder sie erwarten vielleicht genauso tolle Sachen, aber es wird halt nicht so. Sie dann nicht. Es ist es halt, ja. Das ist vielleicht auch, wenn man sich keine Gedanken drüber macht, ne, sehr gedankenlos dran geht. Das Schlimme ist halt, und das tut mir dann schon wieder leid, der Augenblick ist dann vorbei. Ja. Da können wir nicht sagen, okay, heiraten wir halt nochmal kirchlich oder so. Das geht halt nicht. Ja, das ist es halt. Also vorher überlegen. Ich finde, es gibt für alles eine Rechtfertigung. Ich bin da völlig in Ordnung mit, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich heirate zu zweit auf dem Leuchtturm irgendwo und brauche keine Gäste und kein gar nichts. Klar. Nur für die, die eine große Feier haben möchten, die müssen halt wirklich organisieren vorher und sich das alles genau überlegen. Ja, genau. Wie gesagt, es gibt halt für alles an dem Tag nur eine Chance. Das ist der Punkt, ja. Und wenn der CD-Player hängt beim Einzug... Wenn der Hobbyfotograf, der aus der Familie kommt, vergessen hat, seine Speicherkarte mitzunehmen oder sonstige Dinge. Ja. Wenn die Dia-Show am Abend halt einfach nicht funktioniert, weil man es nicht ausprobiert hat und das passiert ständig. Ja. Und so weiter und so weiter. Also die Fehlerquellen sind ja unendlich, reichhaltig. Genau. Ja. Sehr schön. Wenn jetzt ein Brautpaar seine Hochzeit plant, ne? Sie haben jetzt ihr Datum und... Wie lange vor Ihrer Hochzeit sollten Sie sich denn auf die Suche nach einem guten Sänger machen? Also da muss ich sagen, man liest oft so im Internet, in Foren, in Ratgebern, so ein halbes Jahr vorher kümmern Sie sich um die Musik. Also ich kann Brief und Siegel geben, dass das bei den gefragten Leuten nichts mehr wird. Ne? Also ein Samstag, ein halbes Jahr vorher in der Saison, geht nichts. Also die guten Dienstleister sind zwischen April und Oktober in aller Regel ausgebucht. Vielleicht hat man Glück. Ich will jetzt nicht alle abschrecken, die jetzt ein halbes Jahr vorher stehen und sagen, okay, brauche ich eh nicht mehr fragen. Vielleicht hat man Glück und es lässt sich noch was drehen, was organisieren, eine Buchungslücke oder es passt vom zeitlichen Rahmen her. In aller Regel macht es Sinn, mindestens ein Jahr vorher den Termin sich zu sichern. Ja. Es klingt verrückt, aber ich habe tatsächlich Brautpaare, die mehr als 2 Jahre im Voraus mich gebucht haben. Ja, da müsste ich ja schon fast eine Lebensversicherung abschließen für dich. Ja, genau. Weißt du nicht, was passiert. Ja, ne? Ja. Aber also ich würde definitiv raten, mindestens ein Jahr im Voraus sich darum zu kümmern. Genau.
dass man halt wirklich, gerade wenn man halt auch bestimmte Sänger im Auge hat, ja, ne, dass man die dann halt auch wirklich sicher bekommt. Ja, also ja, was mich angeht, das gilt für jeden anderen Sänger auch, ich kann nur bei einer Hochzeit in der Regel auftreten. Also normalerweise lässt es genau, der Zeitplan nicht zu, das müsste schon ein Riesenglücksfall sein, dass ich an einem Tag zwei Hochzeiten bedienen kann. Und deswegen, also es gibt 50 Samstage im Jahr, 52, und davon sind für die Saison 40, 35 sowas interessant. Und wenn sie weg sind, sind halt weg. Da kann man keine mehr dazu erfinden. Es gibt ja auch so in letzter Zeit auch den Trend, ne? Es wird ja auch gerne mal freitags geheiratet, manchmal auch irgendwie die Tage vor dem Feiertag. Auch, Sonntage habe ich jetzt auch in letzter Zeit. Ja, Sonntage, die kommen auch so langsam. Ja. Wie sieht es denn dann da aus? Kann man da ein bisschen entspannter dran gehen? Also das ist definitiv besser. Wenn man nicht einen Samstag zwischen Mai und Oktober sich ausgesucht hat, dann kann man da flexibler dran gehen. Ist dann doch ein bisschen entspannter, genau. Ja, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, du warst jetzt auch schon auf hunderten von Hochzeiten und hast ja auch da auch wirklich mit deiner Musik viel dazu beigetragen. Aber mal ganz abgesehen von der Musik, was macht denn so aus deiner Warte, der schon so viele Hochzeiten gesehen hat, eine Hochzeit rund? Also zum einen ein Ablauf, der so organisiert ist, dass das Ganze kurzweilig ist. Nach meinem Dafürhalten, in der Kürze liegt die Würze. Also oftmals gehen oder... Viele Brautpaare gehen so dran, dass sie sagen, okay, wir möchten möglichst viel von unserer Hochzeit haben, also soll der Tag sehr lang sein, das Tagesprogramm. Wir fangen schon um 11 an und gehen dann bis um 4 Uhr nachts. Das hält kein Mensch aus. Weder die Gäste noch die Brautpaare überschätzen sich völlig. Das wird eh super anstrengend. Daher lieber später anfangen und ein kurzweiliges, interessantes Programm bieten. Für die Gäste da sein, aber auch das Brautpaar muss auch für sich da sein. Also es muss tatsächlich Brautpaar sein. Und dann muss einfach mit allen Emotionen gespielt werden an so einem Tag. Ich brauche viel, viel Romantik, ich brauche aber auch viel Humor, ich brauche da Spaß. Die Kinder müssen versorgt sein, müssen ihren Spaß haben. Alle Gäste müssen irgendwie gut draufgebracht werden und zwar über den ganzen Tag. Die müssen sich versorgt und gewertschätzt fühlen, dann verbreiten die nämlich auch wieder gute Stimmung. Es fängt beim Essen an, das geht über die Musik und so weiter. Und wenn diese ganzen Einzelpunkte dann ineinander greifen, dann wird da tatsächlich am Schluss was Schönes, Rundes draus. Und dann, man sieht es auch, jeder hat den ganzen Tag irgendwie ein Lächeln auf den Lippen und ist gut zufrieden. Und das ist das Ergebnis, was ich mir auch für meine Hochzeit immer als Maßstab setze. Die Menschen müssen da gut drauf sein. Ich muss es schaffen, dass jeder glücklich ist am Schluss von dem Tag, egal wie und unter welchen Umständen. Man kann da mit der Musik sehr viel drehen. Ja, das ist richtig. Ja. Sind wir wieder bei der Hintergrundmusik, ne? Kommt wieder. Ja. Was war denn so dein schönstes Hochzeitserlebnis? Gab es Hochzeiten, wo du sagst, das war was ganz Besonderes? Also ganz besonders war auf jeden Fall meine erste Hochzeit, bei der ich gesungen habe. Weil ich kam nicht aus dem Bereich, ne? Ich kam aus der Coverband-Szene. Ja, bin da sehr viel aufgetreten, jahrelang. Aber es ist einfach was ganz anderes, ob ich mich hinter einer riesen Band und Bühne als Sänger quasi verstecken kann. Da kann ich mal zum Gitarrist gehen oder mich mal umdrehen oder sowas. Oder ich verstecke mich hinter einer Sonnenbrille. Oder ob ich vor 150 Leuten in der Kirche stehe, plötzlich alleine. Du hörst einen Stecknadelkopf fallen. Und das Brautpaar hat hier gerade den wichtigsten Moment in seinem bisherigen Leben. Und ich bin da mit für verantwortlich, dass er schön wird. Also das ist eine Situation, da hatte ich tatsächlich die Hosen bis zum Strich voll. Die brennt sich ein. Es hat super geklappt, aber das war tatsächlich eine, die mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Und dann gibt es immer wieder schöne Momente. Es ist tatsächlich in jeder Situation, in jeder Saison so, dass es so Highlight-Weddings gibt, wo einfach alles passt, die Chemie passt, man versteht sich super mit dem Brautpaar, man darf dann dabei sein bei diesem wichtigen Moment. Ja, und da die kann ich nicht mehr zählen, ehrlich gesagt. Also, aber das ist ja schön, dass du das sagen kannst. Ja, ne? Dass du sagst, Mensch, ich habe jetzt schon so viele schöne Hochzeiten erlebt, wo du, der ja auch irgendwo beteiligt bist, aber trotzdem irgendwo doch ein Außenstehender ist, sagst, das war eine tolle Hochzeit. Ja, aber du glaubst nicht, wie dankbar ich bin, dass ich daran überhaupt teilnehmen darf. Also es ist phänomenal. Es ist, wie soll ich das sagen, es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht und eine Geschichte, deswegen mache ich das auch und deswegen ist es auch so eine Mission für mich geworden, so der Gedanke der ultimativen Hochzeit zu kreieren für die Brautpaare durch die Musik, weil es einfach so schön wird und weil das auch wieder zu mir zurückkommt. Ne? Also ich kriege ja das alles dann auch ab in dem Moment und es macht heile Welt in einer Welt voller Klimawandel und Trump und Krieg und was weiß ich was. Und dann taucht man in diese Hochzeit ein und das ist wirklich alles schön und so soll es sein. Genau. Das ist wirklich, ich glaube, das waren jetzt auch wirklich ein paar schöne, finale Worte.
Und ich glaube, das ist auch jemand, der das lebt. Und das merke ich ja auch bei dir. Du lebst das ja auch. Ne? Und die ganze Energie, die zum Hochzeitstag entsteht, die kommt ja wieder zu dir zurück und die nimmst du ja in die nächste wieder mit. Absolut, ja. Und ich denke, da ist sie dann auch wirklich jedem gedient. Ne? Und so soll es auch weitergehen. Das wäre schön. Genau. Also Christian, vielen Dank, Ja, dass du sehr jetzt gerne. bei mir warst. Danke, dass ihr mich hier gehabt habt. Ja, dass du mir die ganzen Fragen also wirklich sehr, sehr ausführlich auch beantwortet hast. Ich denke, dass auch viele Brautpaare auch jetzt mal eine Idee bekommen haben, wie wichtig Musik ist, dass es eben nicht nur zwei, drei Lieder sind, die in der Kirche gesungen werden, sondern dass es eigentlich um viel, viel mehr geht. Und ich denke, da hast du vielen heute auch die Augen geöffnet. Ich hoffe, ich würde mich freuen. Es ist der Soundtrack der Liebe und der Hochzeit in dem Moment. Den möchte man nicht abdrehen. Also lieber vorher Gedanken machen. Ich hoffe, das konnte ich rüberbringen, dass das wichtig ist. Dann entscheiden und dann schauen wir, was draus wird. Okay, dann vielen, vielen Dank. Danke dir, Andrea. So, das war jetzt das Interview mit Christian Bruns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch für eure eigene Hochzeit so einige Ideen und Tipps mitnehmen können. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir auch in nächster Zeit wieder spannende Leute vor die Kamera bekommen, die aus ihrem Metier, aus dem Nähkästchen plaudern, damit ihr nochmals spannende Infos, Tipps und Hinweise für euer großes Fest bekommt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.